Großbrand am Donnerstagabend auf dem Gelände einer Tapetenfabrik hier in Kirchhain in Mittelhessen. Wohl eine Explosion gegeben mit einem erheblichen Feuer in der Schlosserei. Es besteht die Gefahr der Brandausbreitung auf weitere Teile dieses Werkes. Und auch die Rauchentwicklung war so stark, dass Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten sollten. Die Feuerwehr löscht jetzt den Brand, der sich übers Dach ausbreitet, aber auch durch die Rohrleitung in Betrieb gekommen ist. Genauer Überblick habe ich nicht, weil ich nicht in Firma kann. Mehr als 250 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Gegen Mitternacht war das Feuer dann unter Kontrolle. Drei Männer wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache und die Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden.